So, dann werde ich mich mal auf die Suche geben. Baum 87 hast du gesagt. Oder ihr? Guck mal. Ich glaube nicht, dass ich die Bäume zählen soll, oder? Oh, warte mal, da sind. Haha, das sind Marken. Warte mal, ich guck mal an die Marke hier. Was? S94. Ihr habt 87. Ich guck mal, ob ich die 87 finden kann. So, ich glaube, ich habe die 87 habe ich gefunden. So, ihr habt gesagt, in der 87 schaut ein Has aus dem Gras. Gucken, ob ich den Hasen finde. Ich glaube, ich habe ihn gefunden, dass der Hase, der aus dem Grase guckt, sieht auf jeden Fall so aus. So, jetzt wollen wir erstmal mal gucken, wie das Rätsel weiterging. So, also den Hasen von der 87 habe ich schon gefunden. Der putzt sich jetzt irgendwie den Bart und macht den großen Sprung zur 91. Also dann suche ich mal die 91. Wer lesen kann, ist klar, im Vorteil ist die 94 natürlich. So, Baum 94 stand ich ja schon am Anfang davor. Ich habe dir irgendwas mit einem Spatz gesagt. Einem Spatz. Ich guck mal. Aha, ich habe es entschlüsselt, das Rätsel. Der Spatz ist ja immer etwas weiter oben. Und zwar hier. Aha. Cool. Ja, coole Idee. Ich danke euch. Ja, danke nochmal für die tolle Osterüberraschung. Ja. Ich durfte jetzt auch noch suchen. Also nochmal frohe Oster von mir an euch alle. Bleibt gesund und munter. Euer Tobi. Tschüss.